Eine Erfolgsstory ist nächstens zu sehen, und zwar im Neuen Theater in Dornach, in dem wundervollen neubauten Theater. Und die haben sich gerade eine prächtige Sache ausgesucht, nämlich geht es um Wienerblut. Wienerblut, ein Garant für eine spritzige, lustige Geschichte mit ganz viel toller Musik. Ich habe Alexander bei mir. Alexander, erzähl mir etwas über die Produktion. Ich habe mitgekriegt, du als grosser Fan hast eigentlich gesagt, das hole ich selber für und wir bringen das auf die Bühne. Ist das korrekt? Jawohl, wir haben... Ich habe in der Vergangenheit so Sachen schon gemacht und gesagt, hier am Theater, wo ich eine tolle Sache finde, dass ich es mache, da muss etwas vom Besten an, und das ist eben Wiener Blut, wie das nicht nur herrliche Musik hat von Johann Strauss, sondern eben auch als Stück Zug drin hat. Es knallt ein Pointe nach der anderen. Es riecht einem vom Stuhl, und da brenne ich dafür, für so etwas. Ja. Jetzt aber los, ich habe gesehen, während dieser Probe ein fulminantes Ensemble. Sensationelle Balletttänzer, Tänzerinnen, die rum sind, tolle Sänger. Ich meine, die haben jetzt hier nicht eine kleine Version gemacht, sondern die machen gerade die ganze Kiste. Ja. Das Einzige, was wir weggelassen haben, ist der Chor. Aber dafür haben wir nicht gespart bei den Tänzerinnen. Und wir haben nicht gespart bei den Solisten und wir haben nicht gespart beim Orchester. Wir haben den kleinen Orchestergraben bis auf den letzten Winkel voll mit wunderbaren Musikern vom Da Vinci Orchester. Und ich habe einfach das Glück, dass ich befreundet bin mit dem Volker Vogel, der eben für die Profis Garant ist, dass es etwas Gutes wird. Und von daher haben wir können die ganzen tollen Sängerinnen und Sänger gewinnen, die jetzt hier ihr Bestes geben. Und wir haben wahnsinnigen Spass schon gehabt bei den Proben und freuen uns wahnsinnig auf die Aufführung. Gut, dann nehmen wir doch ganz schnell den Händchen auf und gehen zum Volker Vogel, weil mich interessiert es an dieser Stelle, wie er mit dieser Herausforderung umgegangen ist. Volker, ich habe es vorher gesagt, eine grosse Herausforderung ist die ganze Sache. Was war dein Gedanke, wo du gehört hast, Wiener Blut wieder rausbringen? Hast du zuallererst an Plüsch gedacht, an vergangene Zeiten? Oder hast du gesagt, ich mache mich dran und erfinde das Wiener Blut nochmal neu? Ich mache da etwas ganz anderes draus. Hat es ja auch schon gegeben in den letzten Jahren. Ja. Mir, wo ich dann das Theater gesehen habe, wo das Wiener Blut hin soll, hat mich am meisten gereizt, eigentlich, dass man das als Kammerspiel aufführen kann, was es für mich eigentlich ist. Kammerspiel, es ist immer aufgeblasen worden mit Chor, mit Ballett, aber eigentlich die ganzen Dialoge und alles, der ganze gesamte erste Akt ist einfach nur ein Kammerstück. Und das war eigentlich so der Reiz für mich, es zum sechsten Mal neu zu machen. Jetzt ist es ja auch ganz witzig, ich denke, ein Stück, das es so schnell nicht wieder gibt. Wo sind denn die Geschichten geblieben? Wenn man das Wiener Blut anschaut, ist es durchs Band weg komödiantisch, es ist lustig, man kann wirklich allbot lachen. Wo sind heute in der modernen Zeit die Stücke geblieben? Oder liegt es vielleicht an dem berühmten Wiener Schmäh? Ich glaube, dass heute die Art der Komik sich verändert hat. Also durchs Fernsehen, diese ganzen Comedians und das Ganze. Wobei dann die Jugend, ich bin ja schon nicht mehr ganz in dem Sektor, dann fast gar nicht mehr weiß, wie man Komik behandeln muss, damit sie so rauskommt. Oder die haben kein Vertrauen in ihre Leute, in die Musik und in sich selber. Das Stück, also das, was im Stück steckt, als Komik herauszuarbeiten und das halt auch in einer Art zu machen, dass es nicht altbacken ist, aber trotzdem neue Hintergrund bietet für alles. Also für alle Jungen an dieser Stelle, die Wiener Blut noch nie gesehen oder gehört haben, könnt das unbedingt einmal besuchen. Ich glaube, wenn ihr noch eine Operette sehen wollt, die ein bisschen an das ankommt, was man früher im grossen Operettenschmiss durfte geniessen, ist es sicher hier jetzt im Neuen Theater in Dornach. Und ich habe mich selber dürfen ein bisschen überzeugen davon in den Proben. Es wird hervorragend geschafft und ihr kriegt eine Top-Performance. Also, Wiener Blut hier in Dornach für euch.